Recht herzlich willkommen zur 14. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind hier am Dingens aufbauen, Spionagenetzwerk aufbauen und gucken, dass wir diese ja, Provinz, nee, Provinz, wie heißen die denn in England noch? Keine Ahnung, komme ich jetzt nicht drauf. Die Shires da beanspruchen und wenn wir das haben, dann können wir hier mal gucken, dass wir die vielleicht angreifen. Das sieht so aus, die haben ja nur die Schotten da, ne? Wir haben natürlich keine Verbündeten, egal, aber dann können wir dieses Katz-und-Maus-Spiel machen. Wir müssen nur gucken, dass wir halt die 6 Truppen mehr haben wie die. Die können da nicht rüber, weil das unseres ist. Wir müssen mehr Truppen haben wie die. Wenn wir das haben, können wir die angreifen, kaputt machen, einnehmen. Dann lassen wir die Schotten wieder rüber, dann machen die das hier wieder frei und wenn die da drüben sind, können wir das wieder umgekehrt machen. Das kennen wir ja schon. Aber diesmal wollen wir eine Provinz hier haben. Gut, okay, dann lassen wir es laufen, ne? Gut, wie sieht das denn mit unseren Beratern aus? Haben wir da welche drin? Ja, wir haben. Ach, die Dame war das, genau. Und da kommt wieder ein Friedensangebot der Franzosen. Vielleicht wollen sie mal freien Frieden, dann wäre das ganz nett. Aber das wird sich noch hinziehen. Wie viel Geld wollen sie? 187 immer noch ablehnen. Ja, da kriegen wir richtig Punkte hier. Ich würde gerne da doch noch welche reinnehmen, weil wir jetzt zwar gerade nicht die Grundkapital haben, aber hier so Inflationsreduktion oder Prestige steigern. Und das letzte ist Kostenstabilität, aber das ist auch schon einer, der doppelt so teuer ist dann. 1,23 kosten die. Wir können das uns aber leisten. Prestige jährlich plus 1. Wie sieht es denn da überhaupt mit aus? Das würde bedeuten, dass Prestige wächst permanent, ne? Ich glaube, den nehmen wir. Gut, und hier haben wir Moralarmee, das wäre ganz wichtig. Einheitenlimit, okay, wäre auch nicht schlecht. Festungsverteidigung, also den letzten, den würde ich ja auch noch ganz gerne haben wollen, ne? 18 Taler müssen wir noch zusammenbringen. Ich glaube, das sind noch 2 Monate, dann geht das, ne? So, die verbinden wir da mal. Und wie war denn der eigentlich? Oh, mit Festung sogar. Okay. War doch Festung hier hinten, glaube ich, ne, oder? Gut. Und das sehen wir nicht da, das sehen wir da. Belagerung kann er. Gut. Ja, dann haben wir einen Bauernaufstand, den müssen wir gleich zerschlagen. Ja. Und was ist das? Ach so, das ist hier Kriegsmüdigkeit verringern. Machen wir auch. Und Stabilität ist 1, das können wir so lassen. Wächst gleich schon wieder. Ja, gegen die Franzosen. Oh, die Franzosen sind rübergekommen. Die Franzosen sind rübergekommen. Was sollen wir tun? Okay. Ja, da sind unsere Truppen jetzt weg. Unser Plan geht gar nicht auf. Okay. Das ist schlecht gelaufen jetzt. Warum kommen die Franzosen immer rüber? Machen sie sonst nicht. Ja. 221 wollen sie dadurch gleich. Gleich weg da. Nochmal einen. Da den Anführer rein. Friesland. Ja. Das sieht nicht gut aus. Hier gleich auch noch einen machen. Wir haben nur 4 Truppen hier, ne? Das ist nicht viel. Das müssen wir eigentlich schaffen. Und ich weiß nicht, ob sie noch mehr rüberbringen. Das ist die Frage. Hier unten stehen schon ein paar. 5. Rein theoretisch müssten wir jetzt rumfahren und die Flotte da kaputt machen. Und dann haben wir die 4 schon mal weniger von denen, ne? Geht noch nix. 8 Taler sind es ja. Aber die Truppen tauchen ja auch nicht, ne? So. Nächste aufbauen. Schlacht haben wir gewonnen auf dem Meer. Mussten wir jetzt auch machen, ne?
Die einen mal gerade. Und wir müssen unbedingt ganz viele haben, ne? Okay. Da sind noch 1000 Angebote von den Herrschaften da. Will ich aber nicht. Nein. Dann sind wir gleich stark, in Anführungsstrichen. Und da kommt wieder ein Angebot. Ablehnen. Jetzt können wir mit den Schotten auch noch Ärger kriegen. Das ist gerade nicht gut. Ja, den wollen wir jetzt aber nicht nutzen. Vielleicht sollten wir mal gerade gucken, dass wir da noch einen Diplomaten hinschicken und die Beziehungen verbessern. Wir brauchen gerade ein bisschen Ruhe, aber 200 Miese ist natürlich gar nicht machbar, ne? Wieder ein Angebot der Franzosen. Nein. Okay, da geht noch was. Und die da? Da haben wir keine Punkte mehr für in der Militär. Truppen ausheben. Nein, Frankreich. Wir machen es nicht. So, eure 4 Truppen, die müssen wir mal irgendwann erwischen. Aber mit 4 brauchen wir nicht angreifen, so schlecht wie wir sind. Ein Berater. Den hier, den wollten wir haben mit der Moral, ne? Da brauchen wir 18 Taler für. Jetzt haben wir 5 Truppen im Endeffekt. Okay. Immer noch 204. Irgendwann haben sie London. Da kommt von der Bretagne, oder? Das ist die Bretagne, ne? Ein Geldangebot. Akzeptieren wir auch. Dann können wir, glaube ich, den Berater auch sofort reinziehen. Stopp, da, nicht da. Moral. Nehmen wir mit. So. Dann machen wir runter. Und die sind da immer noch drin. Kriegen wir auch noch. Wie sieht es finanziell mit 3 Beratern jetzt aus? Oh, ganz schlecht. Nee, hätte ich beinahe akzeptieren gedrückt, ne? Wir lehnen aber trotzdem ab. Da kommt noch eine Truppe, dann haben wir 6. Das ist aber definitiv zu wenig gegen die Franzosen. 4. Wenn die uns jetzt hier angreifen würden, dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, aber anders glaube ich nicht. Aber wir lassen nicht mehr drauf, das ist ja dann auch so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Müssten wir eigentlich hinkriegen, oder? Ja, jetzt sind die teuren Berater da, ne? Mission. Steuerannahmen, Missionsstärke. Zock. Haben wir auch. Da ist nix. Das dauert. Alles gut. Ja. 4 Taler haben wir. Wir brauchen aber 8. Und da sind 6 Leute. Und gegen die müssen wir auch mehr aufwenden wahrscheinlich. Die stehen mit 25 und wollen darüber, ne? Ist definitiv klar. Wahrscheinlich gerade niemand anders, ne? Na, warte mal, das war falsch. Ich muss in das Blaue rein, dann kann man das sehen. Momentaner Krieg ist nur England. Da
müssen wir aufpassen, dass die nicht abgeholt werden und woanders landen. Ne? Dann sind wir wieder alt aus. Kredit verlängert. Künstler ist gestorben. Was haben wir hier? Verlieren wir administrative oder diplomatische Macht? Ja, wir können uns nur die administrative in dem Sinne leisten. Ne? Sie merken schon, dass es das nicht bringt. Die können das auch nicht einnehmen, weil die zu wenig Truppen haben, ne? Und das ist auch wichtig. Aber wir müssen jetzt die Truppen aufbauen. Aber dann habe ich jetzt Geldprobleme sogar. Lüttich kann uns auch noch angreifen. Frankreich, jetzt seid doch mal still. Das bringt doch nichts so. Ja, finanziell. Stopp. Ne, doch, war richtig. Und dann dahin. 0,36, miese. Jetzt sind die Berater zu teuer geworden, ne? Können wir noch nicht mal zurückbezahlen. Jetzt sind die gleich auch noch mies auf uns drauf. Was machen wir da? Flotte, nee, Kriegsstein können wir noch eben. Dann geht's. Gut. Muss man jetzt machen, ne? Hat keinen Sinn gehabt so. Die werden da ewig verweilen. Und, aber die haben so viel Truppenstärke, ne? Da brauchen wir gar nicht darüber nachdenken. Können wir hier mal gucken. Die werden bestimmt nicht mit ihrer Armee kaputt gehen, ne? Die Franzosen. Was haben sie für Reserven hier? Rekrutenreserve, 32.000. Wird wahrscheinlich schneller aufbauen, wie hier kaputt gehen. Ja. Könnte man denn da hinlaufen? Könnte man, aber nur über London. Das machen wir nicht. 192. Kann man schon? Nein. 5 noch. Jetzt müssen wir schnell an ein paar Mark kommen, ne? Können wir einen Kredit aufnehmen? Britannia, ja. Eins ist nur von der Bank, oder wie sehe ich das? Müssen wir auch mal. Hat keinen Sinn. Und dann tilgen wir das hier von... Ne, abbrechen. Okay. Okay. Da kommt wieder so ein Angebot rein. Ablehnen. Wie sind das, die da drinnen stehen? Alles. Alles Dingens. Was haben die da? Kann man das nachgucken? 3000. Achso, das sind unsere. 211. Wow. Kanone ist auch schon bei denen bei, ne? Dann nehmen wir da noch einen zu. Nein, die Herrschaften, wir machen das nicht. Zurückzahlen. Das waren 50 Taler, das war viel, ne? Ablehnen. Ja. Komm, machen wir hier noch eine Einheit. Und da auch noch eine. Und da noch eine. So. Das sind dann 7, 8, 9, 10. Machen die Berater. Na, hier sind wieder Aufstände. Okay. Können wir auch schon gleich Maßnahmen ergreifen. Geht nicht mehr nach, ne? 192 ist es wert. So. Die vereinen wir jetzt. Nummer 10. Ich glaube, wir holen noch 2 rein. Das Wärtchen ist sowieso gerade fertig. Und
Noch eine. Und dann haben wir gleich 12. Mit den 12 versuchen wir die 4 zu schlagen, ne? Obwohl ich glaube, dass es wieder nichts wird, ne? Weil wir zu schwach mit den Truppen sind. Dieses Befreien geht das. Nur über die Royal Navy geht das. Und das wäre schlecht, weil dann haben wir die 25 gleich hier drüben. Kriegsmüdigkeit. 1000 Mann Stärke. Ne, wir machen die Kriegsmüdigkeit diesmal runter. Das weg. Immer noch 192, ja. Truppen sind 12. Jetzt gehen wir mal nach hier unten gerade erst, gucken. Ah, da verschwindet wer. Da hat wer Angst. Und die greifen wir jetzt an. Das muss jetzt klappen. Wir müssen die Franzosen auch mal schlagen. Ja, hat ja auch mal wirklich was gebracht. Gut, okay. Jetzt befreien wir Kent wieder, dann sind wir auch wieder ein bisschen besser dran. Ne? Aber unsere Flotte müssen wir da stehen lassen. Ne? Das sieht einfach so aus, oder? Wir nehmen die gerade weg, kommen wieder 4 rüber und so machen wir sie einen nach dem anderen kaputt. Aber die bauen schneller auf, wie wir kaputt machen, gehe ich von aus, ne? Können das ja mal hier, wir gehen nach London, macht mehr Sinn. Es muss aber gesunken sein, ne? 144, ja, wir haben eine Schlacht gewonnen. Militäringenieur ist gestorben, okay. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal so, dass wir die mal gerade rausnehmen. Aber vielleicht haben die auch keine Flotte, die haben wir ja kaputt gemacht, ne? Müssen wir gerade Pause machen. Regionale 17, oh Mann, ey. Mächtige Adlige. Da verlieren wir doch lieber die Stabilität, oder? Ja. Die können wir vielleicht wieder pushen, müssen wir mal gerade gucken. Das können wir mal verringern. Das können wir erholen. Das erhöhen wir auch gleich um 2. So, das haben wir mal richtig runtergeschraubt jetzt. Gut, Truppen erholen sich noch. Wir sind da raus, aber hier sind keine französischen Schiffe zu sehen, ne? Oh, jetzt hat uns Schottland den Krieg erklärt, alles klar. Das bedeutet, wir machen das. Nee, warte. Wir machen unsere Schifflein jetzt. Da rein, da rein. Wo laufen die Schotten hin? Ich hoffe, sie laufen erst auf die kleine Insel. Das wäre der Bringer. Machen sie nicht. Okay. Burgund sieht England nicht länger als Rivalen an. Das ist auch sehr schön. Sind die jetzt draufgegangen oder nicht? Ich habe es immer noch nicht verstanden. So. Ja, mach das mit der Royal Navy gerade mal klar. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht der Franzose und setzt über. Pause raus. Okay. Wieso klappt das jetzt nicht mit den Leuten da? Dauert das Verladen so lange? Boah. Wir brauchen hier noch Truppen, definitiv. Geht nicht mehr, dann haben wir kein Geld mehr, wir haben auch wieder Minus. Der Franzmann, 153, steigt wieder an. Ich weiß nicht, warum die Flotte da das nicht hinkriegt.
Warum geht das nicht? Die laufen da die ganze Zeit hin, ne? Wo ist denn die Flotte? Steht die da auch noch? Wo ist unsere Flotte geblieben? Da. Ist das ein Bug oder was? Hau mal dahin, hat anders keinen Sinn. Und dann wieder hoch, die machen gerade zwar so in London da. Kaputt. Da oben kommt noch ein Pferd, das müssen wir besiegen. Gewonnen. Okay, erledigt. Dieses tolle Angebot. Schlagen wir wieder mal aus. 144 nur. Das Schiedsamt. Verlieren 2 Stabilität. Das wird immer besser. Erhalte Stabilitäten. Ja. Das ist eine Aufgabe des Adels, sagen wir mal. Gut. Ach so, das war die eine Flotte da. Das war noch nicht mal das Pferd, was wir da besiegt haben. Okay. Die 3 Einheiten zusammen. Einmal unser. Ach, das geht nicht darum. Okay, dann gehen wir da lang, auch egal. Da kommt was angeboten. Die Promons. Darlehen, 20. Akzeptieren wir mal. Ja, und dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Runde auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.